Und da sind sie auch schon. Eine Geschichte, Hendrik, wirklich der ganz besonderen Art. Denn eigentlich sollte sie gar nicht mehr aufs Eis gehen, die gute Angelika. Ja, sie hat eine schwere Rückenverletzung, ist nicht mehr dazu in der Lage, das harte Training, was man braucht, um die Amateurwettbewerbe zu streiten, zu absorbieren. Die beiden machen Profi-Wettbewerbe, Schaulaufen, lassen ihre Karriere so ein wenig ausklingen. Waren zweimal Weltmeister, haben das Eistanzen der letzten 4-5 Jahre sicherlich entscheidend mit beeinflusst, mit geprägt. Und sie waren ja, wie gesagt, schon im letzten Jahr nicht mehr bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften dabei. Wir werden es gleich sehen, man braucht sie wirklich nicht verstecken. Das ist wohl wahr, ja. Wir sehen es hier als Cleopatra, so der Titel ihres Programmes, und die, ich kann dir nur zustimmen, man braucht sie wirklich nicht verstecken. Ja, dass die beiden bei den Profis gut ankommen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Sie leben von dem, was sie mal gelernt haben, und das war eine Menge. Und sie profitieren auch von dem, was sie mal geleistet haben. Olympia Zweite, zweimal Weltmeister, Europameister natürlich auch. Das kommt dazu. Und immer noch ein paar mit fast unverbrauchter Ausstrahlung. Tja, gibt es so, dass Sie mögen sich fragen, so schlimm kann doch die Rückenverletzung gar nicht sein. Ja, aber man muss das alles mal so sehen. Für dieses Schaulaufen, das ist was ganz anderes als das tägliche, stundenlange, 4-5 Stunden Training, was es braucht, um fit zu sein für die Amateurwettkämpfe. Und da kann man als Profi doch schon ein oder zwei Takte Gänge runterschalten, mal einen Tag nicht trainieren, dann vielleicht nur eine Stunde, je nachdem, was der Rücken so sagt. Und es ist, denke ich, für die beiden und vor allen Dingen eben für Angelika
eine, die richtige Entscheidung gewesen, sich auf die Profi-Wettkämpfe und Schaulaufen zu konzentrieren. Du als intimer Kenner der Szene, gab es da mal vielleicht Gerüchte oder eventuelle sogar Versuche von Oleg, sich mit einer neuen Partnerin zu verbünden? Es gab viele Gerüchte. Man sprach von der neuen Paarung Pascha Grischuk, Oleg Ovsyannikov. Hätte er vielleicht auch sicherlich gemacht. Das Problem ist, dass auch Pascha Grischuk nicht mehr zurück kann zu den Amateuren.